Ja, Freunde, so weit, so gut. Ohne Spezialwerkzeug geht es hier jetzt erstmal nicht weiter. Deswegen nochmal ein kleiner Top-Tipp am Rande, wenn die Schrauben dann alle so ziemlich fest, hoffentlich hier alle waren, ne? Also da muss man drauf achten. Das ist übrigens eine beliebte Schwachstelle bei den russischen Kraftfahrzeugen, beim Wolga, beim UAZ. Das sind diese Anschlüsse, diese Schrauben der Kardanwelle. Weil diese Schrauben hier, ne, die ich hier abgelegt habe, diese Schrauben mit Feingewinde hier, die stecken da im Getriebeausgangsflansch drin und das ist der Antrieb des Fahrzeugs. Und die lösen sich trotz eines vernünftigen Federringes, lösen die sich immer mal gerne. Und dann, ja, dann fangen die an zu arbeiten und irgendwann lösen sie sich immer weiter und irgendwann fallen sie dann mal raus und dann fällt die Kardanwelle nach unten runter und das ist natürlich äußerst schwierig dann, wenn die auf die Straße aufschlägt. Also das mag man sich gar nicht ausmalen, was dann los ist. Deswegen, wenn die Schrauben hoffentlich immer alle fest sind, um sie dann zu lösen, darauf wollte ich hinaus, dann kann man einfach hier einen Gang einlegen und dann ist das Getriebe schön fest und dann braucht man nicht irgendwas verkeilen oder verkanten oder sonst irgendwie was, sondern einfach hier am Schalthebel, kann man es gut sehen jetzt, ist ein bisschen mit der Lampe blendet das so, jetzt ist der Gang wieder raus. Ja, dann kann man da gut dran arbeiten. Das macht sich übrigens auch ganz gut, wenn man die Kardanwelle dann fixieren möchte, ne, die ich ja vorhin ausgebaut habe. Ja, wie gesagt, ohne Spezialwerkzeug geht es erstmal nicht weiter.